Bremerhaven Hauptbahnhof. Wo finde ich hier Herrn Mück? Herrn Mück? Kennen wir nicht. Wir haben ihn nicht gesehen. Herrn Mück? Ja. Das weiß ich nicht, wo der ist. Der soll doch in Bremerhaven leben. Ja. Können Sie mir nicht sagen, wo ich ihn finden kann? Kann ich nicht, nein. Na nun. Wenn er bei der Bahn ist, dann ja, dann kann ich ihn sagen. Aber wenn er nicht bei der Bahn ist, dann nicht. Guten Tag, nee, Frau. Können Sie mir bitte helfen? Ich suche Herrn Mück. Herrn Mück? Ja. Weder in der Stadtchronik noch im Telefonbuch finden wir ein Lebenszeichen von Herrn Mück, obwohl er vielen Einheimischen und Touristen vertraut ist wie ein guter Kumpel. Man kauft ihn als Souvenir oder Autoaufkleber, kennt ihn aus Stadtplänen und Hafenkarten. Stadtväter schätzen seit Generationen den treuherzigen und werbewirksamen Jan Maaten, denn er verkauft sich wie ein Markenartikel. Im Bürgerpark träumt er als steinerne Mini-Plastik einsam vor sich hin. Seit 70 Jahren, sagt eine Legende, ist Hein Mück ein Begriff. Obwohl ohne Geburts- und Existenznachweis, avancierte der angebliche Segelschiffsmatrose in den 30er Jahren zum shanty-umwobenen Symbolträger. Dank der im Showgeschäft unsterblichen Seemannsromantik drang sein Ruf in alle Häfen der Welt. Er ist ein Matrose mit einer weißen Hose. Die Mädchen sind außer Rand und Band, sehen sie den Hein von der Vorderkant. Backbord und Stürmer, heute wird's mal wieder groß. Stürmisch ist die Nacht, heute ist der Teufel wieder los. Hein Mück aus Bremerhaven ist allen Mädchen treu. Er hat nur eine feste Braut und 20.